Hey und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Path of Exile. Und wir sind hier mit unseren fünf neuen Freunden, die wir immer vom Boden aufheben können, falls sie mal sterben. Können uns auch einfach sieben Freunde beschwören und auch noch Waffen für uns kämpfen lassen, wenn wir das wollen. Felsbrocken. Erstmal umheben. Umheben ist auch gut gesagt. So, Ringe und sowas nehmen wir auch mal mit und dann suchen wir uns vielleicht mal den besten Ring raus oder so, was wir aufwerten können, weil uns das noch fehlt. Diese süßen Krebse hier, ne? Wie diese Schwerter in der Luft vor uns kämpfen, ey. Ist das schön. Bringt das, ihr seid verflucht. Machen das die Gegner? Weil wir werden uns ja schon nicht selber verfluchen, ne? Also man weiß nie, aber ich gehe mal davon aus. So, da haben wir schon mal einen Wegpunkt. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Baumwurzeln. Okay, dann brauchen wir jetzt irgendwas, um das zu öffnen. Ich nehme mal an, dass wir jetzt irgendwo auf dieser Map hier etwas finden, um Baumwurzeln zu öffnen. So, schlagt euch mit den Untoten rum. Meine Freunde stehen zu mir. Meine Armee, deren Armee. Einfacher Bogen. Nehmen wir mal mit. Wir werden jetzt auch mal grob alles ablaufen hier, weil das bestimmt nicht schaden kann. Okay, Zauberstäbe können wir nicht beseelen. Leider. Klauen können wir beseelen. Okay, gut zu wissen. Wir können übrigens so viele, wie wir wollen, beseelen. Solange wir sie haben. Okay, ich will da rein. Aber wir müssen erstmal drumrum gehen, glaube ich. So, draußen muss jetzt jemand Krach machen. Es tut mir fast leid, aber ich kann das jetzt auch nicht ändern. Kann jetzt ja mal schlecht mit meinem Scharfschützengewehr mich da hinstellen und sagen, halt die Fresse da unten bitte. Also ich könnte das schon machen, aber das ist gesellschaftlich jetzt nicht so akzeptiert. Deswegen geht das nicht. So. So ein Enemy. Leider müssen wir dich auch töten, mein Freund. Aber ich habe ja genug Leichen hier rumliegen. Ja, das ist kein Problem. Da haben wir auch schon das Amulett, was wir gebrauchen könnten. Holzhammer, Vorschlaghammer. Ja. Hat ja viel gebracht, der Typ hier, ne? War bestimmt auch sehr ergiebig für ihn, sich jetzt zu wehren. Er musste da jetzt so einen Krach draußen machen. Immer diese Gärtner, ey, nee. Haben wir jetzt hier eigentlich alles erledigt? Das ist meine berechtigte Frage, oder? Kupferpanzer. Da oben haben wir nämlich auch noch einen Typ stehen. Akku. No spirit deserves to be. Ja, Talamoana. Ich spreche auch deine Sprache, genau. Oh, das sieht geil aus. Ja, auf jeden Fall. Sieht das hier voll normal aus? Okay.
Boah, die machen ja voll den Damage. Ich renne mal schnell an euch vorbei. Eine Truhe. Ein Level up. Oh, ich brauche mal neue Freunde. Ich glaube, hier kommen Spinnen hochgeklettert. Ist nur so eine Vermutung, dass so sein könnte. Erstmal die Keule beleben. Oh, ist die geil. Das wird echt Spaß machen, hier lang zu rennen, ne? Kann ich jetzt schon sagen. Oh, die haben hier einen schicken Teppich aber liegen. Was haben wir denn noch so? Leute, was war denn das hier gerade Geiles? Seidenpantinen. Die hätte ich aber gerne. Die sah nämlich sehr schick aus. Gut, dann nehmen wir doch mal ihn mit. Und rennen. Weil Viecher sich hier gern wiederbeleben lassen. Apropos, ich hätte noch mal gern einen. Dankeschön. Da haben wir diesen hässlichen Geist mitgenommen und wurden gar nicht von 100 Sachen verfolgt. Wow. Das hat's ja gebracht hier. Oh, da ist so ein geiler Geist. Dann nicht. Reibholz, Stachelschild, Eisenhelm. Säbel. Panzerweste. Aber das können wir alles so gut wie nicht so gebrauchen. Fähigkeitenpunkt und geht erstmal hier lang. Wir nehmen jetzt halt Stärke mit, warum nicht? Nehmen den Bogen hier noch mit, weil wir jetzt ja eh zum Wegpunkt gehen. So, meine Freunde der Sonne, ich werde euch jetzt hier zurücklassen, weil ihr nicht mitkommen könnt. Aber das ist kein Problem. So. Ach halt, wir wollten ja erstmal gucken, ne, was wir hier aufwerten können. Ich würde gern die Schuhe aufwerten. Ich glaube nämlich, dass das besser wird. Erhöhter Energieschild, maximales Leben. Seltenheit gefundener Gegenstände, reflektiert Schaden. Ja, komm, nehmen wir einfach. Hat auch mehr Wasser von diesen Gems hier. Können wir was reinpacken. Dieser Helm, ey, der ist so schick. Können wir nicht noch eins aufwerten? Normal zu magisch. Wieder Qualität verbessern. Wir gönnen dem mal richtig. Und den können wir ja schon mal bereitlegen. Und den Rest können wir jetzt verkaufen. What do you want?
zu. Wir haben auch den mit maximalem Mana, ne? So. Warte mal. Ein Mana bei Tötung. Hier haben wir schon was hinzugefügt. Können wir das hier eigentlich auch machen? Cool. Elementarwiderstände. 100% erhöhte Wiederherstellung. Cool. Kann man jetzt hier nochmal? Nee, das geht schon nicht mehr. Aber hey, ich finde gut, dass man das so aufwerten kann. So, die können wir schon mal mitnehmen. Und da müssen wir noch irgendwas erledigen. Kümmert euch um die Bandit. Oh. Geht noch weiter, okay. Die Wurzel allen Übels. Stimmt. Eindringlinge in Schwarz. Dann gehen wir doch mal gucken, dass wir hier nochmal einen Eingang oder so finden. Achso, da kommen wir auch so gar nicht rein, ne? Ach, scheiße. Ich würde jetzt einfach mal nach rechts weitergehen und vielleicht, also hier, und vielleicht finden wir da noch was. So. Ah. Oh, meine Freunde der Sonne kommen doch mit. Mal, ich habe Besuch für euch. Kommt auch immer aus dem Boden zu euch. Flammentotem. Ey, das nehme ich. Nice. Was haben wir denn hier? Purpurner Prügel. Ja, leg dich mal mit meinen Freunden hier an. Ziegenhorn. Geht schon mal nicht. Einen Reste brauchen wir auch nicht. Stammestruhe. Nein, noch eine Truhe. Eine Rolle nehmen wir mal mit. Wie die umgecrunched wurden, ey. Geil. Das ist ja schon mein Ding, ne? Oh, das sieht aus wie so eine Hausruine oder so. Cool. Tresor. Ach so, das ist das am Haus, oder? Diese Prophezeiung. Geölte Weste, noch ganz viel. Oder auch nicht. Schmetterschlag. Wisst ihr was? Ich würde jetzt echt gern Sachen, ein paar Sachen hier aufnehmen. Warte mal, das Stilett, das kriegen wir hier noch bestimmt mit rein. Dann die Stiefel. So. Das Seilnetz packen wir da mal hin. Nehmen wir noch so ein Dreispitz mit. Und... dann eröffnen wir mal die Portalrolle, weil bei so viel Loot muss ich jetzt einfach verkaufen. Das geht nicht anders. So. Wir können ja mal kurz nachgucken, was die hier so für Werte haben. Kriege ich hier zu Geschick, ey, super. Aber der hat schon mal mehr Sachen, wo man Gems reinmachen kann.
Mir gefällt meiner trotzdem ein bisschen besser. Fügt Angriffen 2 bis 5 physischen Schaden zu. Okay, die finde ich doch tatsächlich besser als das, was wir anhaben. Kommt das hier noch mit rein? Okay, dann können wir jetzt aber verkaufen. So, was haben wir denn hier? Stufe 5. Okay, wir verscherbeln das einfach. So. Also das kommt hier mit hin. Anzahl der Fassungen. Das ist auch nicht verkehrt. Denn jetzt hier... Du kannst diesen Gegenstand nicht benutzen. Seine Eigenschaften werden ignoriert. Hä, warum das denn? Das verstehe ich jetzt nicht. Erfordert Stufe 20 Gemme, 30 Gemme. Okay. Dann halt nicht. Aber wir können ihn nochmal aufwerten. Oder auch nicht. Warum kann ich denn die Leichenexplosion jetzt nicht mehr wirken? Was habe ich denn gemacht? Need to be more live for that. More live? Ich warte mal so. Hier möchte ich aber bei den Händen jetzt noch mehr Fassungen hinzufügen, wenn wir schon mal dabei sind. Hier eine Welle. Beschwört ein Totem, das einen Strahl aus Feuer auf Gegner im Umkreis spuckt. Warum nicht? I'll need to be more live for that. Das ist jetzt aber ein bisschen blöd, ne? Dass wir den jetzt hier nicht mit reinnehmen, okay, aber unsere Leichenexplosion. IES. Das ist jetzt ein bisschen unpassend. Ja. Mauer aus Eis. Feuerball. Bei Tötung eines Gegners eine Chance. Phantasma. Oh, das ist auch geil. So, wir haben doch bestimmt noch irgendwo Platz dafür. Hier zum Beispiel. Okay. Ja. Das ist jetzt in der Tat irgendwie etwas irritierend, ehrlich gesagt. Aber gut, was soll's. Ich sage erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Und damit ciao und bis zum nächsten Part.